Der Flügel wurde im Jahr 1905 gebaut von der Firma Blüthner in Leipzig als Jubiläumsflügel. Das heißt, die haben sich ganz besonders viel Mühe gegeben. Das sieht man auch an dem schönen filigranen Notenpult, an den besonderen Füßen und auch innen. Die Idee ist entstanden auf einer Mitarbeiterfeier schon vor einigen Jahren. Aber richtig in Angriff genommen haben wir das Projekt erst im letzten Herbst, weil wir uns überlegt haben, dass wir die Gemeinde und auch die Menschen hier im Stadtteil mit hineinnehmen möchten. Und wir haben auch jede Menge Spenden bekommen und Unterstützung von den Gemeindegliedern, von einzelnen Firmen. Und eigentlich war die Idee schon da, als wir die Kirche renoviert haben, 2012. Da haben wir zwar nicht direkt an den Flügel gedacht, aber daran, dass die Kirche hier ein Ort des kulturellen Austausches sein soll. Anfang des 20. Jahrhunderts war die Blütezeit des Klavierbaus hier in Deutschland und die Instrumente, die aus dieser Zeit noch erhalten sind, sind von sehr guter Qualität und lohnen sich, general überholt zu werden. Und das hat die Firma Schoke aus Köln mit ganz viel Liebe und Zeitaufwand gemacht. Und ich finde, so ein Instrument hat auch eine Seele, das ist nicht seriell gefertigt, sondern alles von Hand, zum Beispiel auch der Lack, das ist ein besonderer Lack, ein Shell-Lack. Und ich wollte einfach hier, weil wir das so gemeinsam gemacht haben, mit den Spenderinnen und Spendern zusammen auch ein besonderes Instrument hier haben. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Ziel jetzt erreicht haben, dass der Flügel hier steht und ich spiele sehr gerne darauf und möchte allen danken, die dazu beigetragen haben, dass dieser Flügel jetzt hier ist, dass er für die Gemeinde und für den Stadtteil da ist.